Ausflug in die USA. Als Vorspeise serviere ich euch den Ford Mustang 5,0 GT, den es erfreulicherweise seit einiger Zeit auch wieder in Europa zu kaufen gibt, was vorher Importeure erledigt haben. Der Ford Mustang ist ein klassisches US-amerikanisches Muscle Car. Lange Haube, dicker Motor, relativ großer Radstand für einen Sportwagen. Aber wo wir uns jetzt gerade befinden, hier auf der Autobahn, das ist einfach sein Metier. Wie der Name auch schon sagt, Gran Turismo. Lange, weite Autobahnstrecken ist er wirklich unglaublich komfortabel. Aber was man wirklich sagen muss, er hat durchaus Qualitäten, auch auf kurvigen, eckigen Landstraßenstücken. Und ich muss wirklich sagen, das Klischee, dass US-Autos wirklich nur geradeaus fahren, ist komplett widerlegt. Selbst in engen Kurven macht er unglaublich viel Laune. Drehmoment natürlich durch den 5-Liter-Motor so viel, wie man möchte. Und durch die europäischen Zutaten wie einer richtig guten Brembo-Bremsanlage und den fantastisch, wirklich fantastisch sitzenden Recaro-Sportsitzen einwandfrei. Der besten Argumente für den neuen Mustang ist einfach der Sound. Immer wenn ich die Augen schließe, denke ich immer so ein bisschen USA. Meine Mutter lebt in den USA und wenn ich da morgens noch ganz gemütlich im Bettchen liege und die anderen fahren zur Arbeit, höre ich immer dieses wohlige V8 Trommeln. Der 5 Liter V8 ist einfach vom Sound her eine absolute Granate und natürlich Drehmoment ohne Ende. Schaltpedal am Lenkrad. So agil für so ein schweres Auto. Und wir werden noch ein zweites Klischee widerlegen. Da habe ich mir noch Verstärkung geholt. Gregor Reimann wird uns in die kulinarische Welt der USA entführen. Ja, ihr habt richtig gehört. Es gibt Smoke Drips, Zeug vom Barbecue und was weiß ich noch alles, der vorbereitet hat. Ich habe auf jeden Fall großen Hunger. Ich freue mich total, wir sind gleich da. Samstag, 11 Uhr morgens, genau der richtige Zeitpunkt für Gegrilltes und Rippchen. Ich bin so der Grillmeister und ich habe ich den Band mitgebracht. Der ist, wir sind beide bei den Cooking Aces und er ist hier der Grillexperte in der Kochwerkstatt in Wiesbaden und unterstützt uns mit seinem Ungetüm hier hinten. Perfekt. Ich habe euch zur Vorspeise den Ford Mustang mitgebracht. 5 Liter. Hallo. Gran Turismo. Da müssen wir jetzt ganz schön nachlegen. Ja? Deswegen wollte ich jetzt mal gerne wissen, ich denke, Thema ist USA. Genau. Was habt ihr so, in welche Richtung geht es, was habt ihr vorbereitet? Also Band macht so ein bisschen diese Barbecue-Long-Job-Schiene, da kenne ich mich nicht so gut aus. Und ich werde so ein bisschen die kurzgebratene Sache machen. Ja, wir haben ein bisschen Pulled Pork gemacht, das haben wir gestern schon angefangen, weil wir heute schön früh fertig sind. Ja, was heißt angefangen?
Ja, das heißt, das kommt bei niedriger Temperatur auf den Grill. Ja. Das ist bei niedriger Temperatur lange gart einfach. Okay. Ja. Damit es so zart und saftig wird. Du wirst es gleich erleben, die Klamotten und so werden eingesaut. Sehr gut, das ist prima. Ja. Also nicht im Auto essen. Okay, alles klar. Ja. Und dann haben wir ein paar Spare Ribs, die gehören dazu, einfach amerikanischen Barbecue. Und weil es natürlich auch die andere Seite gibt, dass wir irgendwie flach grillen und kurz grillen, hat der Gregor ein paar schöne Stücke Fleisch vorbereitet. Mhm. Was ich ja persönlich am Grillen am besten finde, ist Pyrolyse. Das heißt, das schöne Zauberwort, das heißt, du jagst den Grill nachher auf 600 Grad hoch und es brennt sich alles sauber. Das gefällt mir persönlich immer ganz gut, weil du dann eigentlich so gesehen nicht mehr groß viel Pfannen und Herd sauber machen musst. Mhm. Wir haben jetzt hier so vom Rico Schlegel deutsches Dry Aged Beef. Jo. 38 Tage am Knochen gegart. Wichtig ist, ich mache eigentlich nie Pfeffer ran. Ja. Weil das eigentlich immer verbrennt, das mache ich dann unter. Beim Verbrennen wird er schärfer, oder? Wie ist das? Ja, nee, du kriegst ihn halt einfach bitter und die ätherischen Öle gehen verloren und am Ende ist es dann wie Holzkohle oder so. Okay. Also es bringt original nichts. Bei den großen Stücken, hier streiten sich natürlich ein bisschen die Profis, ne? Manche würzen dann nach, manche würzen links. Aber gerade bei diesen großen Fleischstücken, die ganze Kohle, wie dick das ist, da kriegst du halt einfach keinen Geschmack mehr rein. Und wenn das Protein nicht gestopft ist und das roh ist, dann ist das halt einfach original besser. Was man jetzt hier sieht, wir haben jetzt 80 Grad. Ja. Das heißt, wir machen genau das, was wir vorher gesagt haben. Ja. Hier unten ist ein Knochen. Den nehmen wir so ein bisschen als Schutz. Dazu ist auch immer ganz gut, Fleisch mit Knochen zu nehmen. Cotlets, Longdowns, Hühnchen. Das wird immer saftiger und kriegt besseren Geschmack. Wir haben es jetzt quasi drin gemacht. Ja. Und es hat jetzt da auch ein bisschen dieses Rauch genommen, aber es hat überhaupt keinerlei Kruste, ne? Ja, ne, stimmt. So, und jetzt garen wir das, du siehst hier auch ein bisschen den Fleischstab. Ja. Ich denke mal, dass wir das so 5 bis 10 Minuten mal als erstes anschneiden können. Okay. Dann nehme ich das Fleisch raus, pack sie an die Seite so ein bisschen hoch, gehe mit dem Gas ran. Achso, guck mal hier. Und was du auch schön siehst, die fängt jetzt hier an weich zu werden. Ja, weißt du? Ja. Wenn wir die hier ein bisschen drin haben, dann gart die einfach in der Schale, geht kein Saft raus, karamellisiert der Zucker. Also, das ist ja ganz einfach das Problem. Sensationell, ja. Guck dir das an. Da merkst du halt jetzt dieses Dry-Aged-Aroma. Ne? Ja. Das Fett läuft raus, das ist hier alles karamellisiert. Da muss halt, das ist doch das Einzige, wo ich Fett halt mag. Ja. Ne? Ja. Weil du hier dieses Gekrustete aussiehst. Geil. Alles Rare-Liebhaber unter uns, ja. Ne? Seht ihr das schon an, das ist ein brutal gutes Stück. Wenn wir gleich das hier und das probieren werden, ne? Das ist das beste Stück an dem Stück. Ne? Also das siehst du schon an. Ne? Und hier wird das ein bisschen fester sein vom Essen. Das Fett ist ohne Scheiß, ne? Das hast du nicht gegessen, sowas verspreche ich dir. Also ja, nee, das von der Intensität der Lustigkeit, das hast du nicht gehabt. Aber das hier, das sind die besten Stücke hier. Ja? Einfach Fleisch. Ja, ja, Fleisch. Da machen wir jetzt auch gar nichts dazu. Beilagen warten wir jetzt. Ja. Jetzt probieren wir erstmal einfach nur die gute Fleischqualität. Ja. Was hier auch ganz geil ist, ist tatsächlich bei diesen Dry-Age-Dingern das Fett. Das ist auch nicht, dass das so. Das ist quasi wie beim Olivenöl. Das hat ungesättigte Fettsäuren, dieses langgewachsene. Deswegen machen die jetzt auch diese Oma-Kühe. Weil, wenn die lange wachsen, dann ist das halt einfach am Ende auch ein gutes Fett. Ja. Ja, die Band hier schon sagt, hier dieses vorne, dieses spitzige Zeug. Das ist dann bei den Knochen auch so, dass du das. Je näher das am Knochen dran ist, umso roher ist das dann und je weiter vorne ist das Ding. Jetzt machen wir hier einfach ein bisschen Salz. Du merkst halt dieses Nussige, dieses Dry Edge. Sensationell. Ich will das und nur noch das. Ja, mir tut es mehr. Also meine Frau schmeckt es nicht. Warum nicht? Ich finde es zu krass. Ich finde es zu krass. Ja, nicht. Also die kann nicht viel davon essen. Die ist so 2-3 Stückchen davon, da war es nicht. Ne? Aber ich finde einfach, mir schmeckt alles falsch schon fast nicht mehr. Was? Wenn du jetzt dieses Argentinische, das feucht gereift ist, das ist eher sauer und kein Fett und hat einen neutraleren Geschmack. Das mögen eigentlich die Frauen lieber. Und die Dry-Age-Geschichte ist eigentlich die. Aber du merkst halt. Ja,
Ja. Aber war das lustig in der Live-Kamera.